Und damit willkommen zur Folge am Dienstag. Und wir waren stehen geblieben gestern bei Büchern, die der Christoph Marina Klaus Bärbel geschrieben hat. bestellt hat. Ich gebe dem Mastermittel nachher mal zwei Links durch von den zwei Büchern. Die packt ihr euch unten in die Infobeschreibung und da könnt ihr dann mal direkt vorbeischauen. Kosten auch nicht viel. Das eine mit der Burg, das kostet 15 Euro, meine ich. Oh nein. Und bevor jetzt, wenn ihr das bestellt und ihr euch denkt, wie versaut ist das denn? Weil es sieht so aus, als wäre es gebraucht und wäre drin rumgeschmiert. Das ist so. Das habe ich auch ganz oft in den Kundenrezensionen von Amazon gelesen, dass sie gedacht haben, was ist das denn für ein Scheiß, warum sieht denn das so kacke aus? Das ist gewollt. Das ist das Design. Ja, das soll das so ein ist bisschen mittlerweile eine Designsprache, da zahlen heutzutage Bundesagenturen Millionen für. Nee, das Buch sieht ein bisschen gebraucht aus und hat Gebrauchsspuren sieht so ein bisschen aus, als wäre hier und da mal ein Kaffeefleck oder irgendwie sowas. Also beispielhaft. Okay. Und das ist gewollt. Okay. War hier drin. In dem Tank war noch gar nichts. Das ist noch so ein Reservetank. Wir haben hier einen Öltank. Und hier ein Benzintank. Der Benzintank ist im Übrigen voll bis oben hin. Darüber sollten wir vielleicht jetzt auch mal langsam, aber sicher ein bisschen was machen. Ja. Öl lässt allerdings zu wünschen übrig. Sollte man vielleicht nochmal nachgießen. Und dann kannst du hier auf den Reservetank kannst du beispielsweise dann Benzin draufschalten. Von den Raffinerien aus schickst du das da rein. Und schon hast du zwei fette Tanks voll mit Sprit bis oben hin. Das sind dann die Maschinen für Thermal Expansion und deren Energiesystem. Du hast mich hier komplett aus dem Ruder gebracht, egal. Du hast doch gefragt, was das ist. Ja. Ich hab dir doch nur geantwortet. Ich lasse mich nur mal leicht ablenken. Man kann ja nichts also, richtig machen. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre das gebraucht, aber das ist gewollt von den Entwicklern. Also keine Sorge. Denken halt viele Kunden immer, das wäre sachgemäß behandelt worden oder sowas. Habe ich ganz oft gelesen. Was aber will uns der Autor damit sagen? Und dann gibt es noch ein anderes Buch. das habe ich jetzt gerade irgendwo anders liegen. Das kann ich euch gerade nicht sagen, wie das heißt. Ne, das liegt auf der anderen Seite vom Zimmer. Egal. Auf der anderen Seite vom Zimmer. Ja, ihr müsst wissen, damit der 710er Christoph Marina auf die andere Seite seines Zimmers kommt, muss er sich in der Regel erst ein Taxi rufen. Weil der wohnt ja bereits in einer solchen Burg. Ja. Nee, das andere Buch, das habe ich direkt neben dem Rechner, nennt sich Mojang Annual 2017. Okay. Oder Annual, was weiß ich. Und das kostet 12 Euro. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch kostet. Aber ich habe jetzt durch Amazon Prime habe ich keinen Versand. Oh, gehabt. Das ist Amazon Prime-Kunde. Also, was? Ständig. Und ich habe 12 Euro bezahlt und das war eigentlich nicht schlecht. Okay. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Gebt dem Master Merchant dann auch Link durch und dann soll er euch das unten reinpacken. So, hier magmatische Dynamos. Warte mal, hier sind Kompressionsdynamos. Ich glaube, die laufen mit Sprit. Ja, die laufen mit Sprit. Und so viel Sprit, wie hier generiert worden ist, können die Maschinen, die paar Stück, die wir hier stehen haben, was sind das, 15, 20 Motoren, können das gar nicht verbrauchen. Also, meine liebe Klaus Bärbel, ich hätte ganz gern, dass wir vielleicht die Thermal Expansion Energiesysteme genauso extrem aufdröseln, wie du das mit Industrial Craft vorhast. Weil, wenn du mal schaust, wir haben hier vorne einen Stahltank zu laufen. Maximum Aufbau, der ist voll. Mhm. Ja, und der sollte schon eine ganze Weile halten und mal so richtig fett was ans Laufen kriegen. Also wir können mit den Verbrennungsmotoren, also den Kompressionsdynamos etc. von Thermal Expansion schon noch eine Menge machen. Ja klar, da ist noch so viel möglich. Ja. Gehen wir gerade in die Mod rein. Thermal Expansion. Ja, da gibt's wirklich so viel. Hier, diese Autonomous Activator, das Terrainzerschlager und Nullifizierer. Okay, damit
Ich kenne mich nur mit dem autonomen Activator aus, aber das andere nicht. Aber hier gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, was wir ausprobieren wollten, war im Übrigen die Lava-Fabrik. Oh Gott. Ja, wolltest du ausprobieren, hast du gesagt. Ja, wollte ich ausprobieren. Bau mal einfach. Hast du aber nicht. Ich habe es nicht hinbekommen, das also zeitlich nicht geschafft, da irgendwas zu reißen. Nee, alles schön. Ja, da brauchen wir aber Plastikfolien für. Plastikfolien kriegst du aus Rohplastik. Rohplastik kriegst du aus Gummi. Gummibäume haben wir keine mehr. Hast du nämlich alle abgeholzt. Mein Freund mit dem lockeren Handgelenk. Fup, 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 fup. Boah, Plastik. Ja, dürfen wir hinbekommen. So, hier diese komischen Nuggets. Dann hätte ich gern hier oben einmal die Gastränen. Was haben wir denn hier? Alter, wir haben fast 2 Stacks an Gastränen. Ja, Komfort. Das ist schon brutal. Ja, Komfort habe ich in meinem Auto. Was, bitte? Gummibaumsetzlinge. Ich suche gerade Gummibaumsetzlinge. Habe ich schon. Hast du schon welche? Ich würde es auch bevorzugen, dass wir da vielleicht mal, nennen wir es mal ruhig, so eine kleine Farm aufstellen. So eine unsere kleine Farm mäßig. So eine Gummibaumfarm halt. Also ein Platz. Eins verstehe ich gerade nicht. Spanisch. Das sind Gummibaumsetzlinge und die haben unterschiedliche IDs. Ja, das liegt daran, dass ich verschiedene ach so, das habe. Achso. Unkapiert. Ah, dann sind das die von Mine Factory, genau. Von Mine Factory wären. Die brauche ich ja sowieso. Dann brauche ich Knochenmehl. Doch, hier standen noch ordentlich Gummibäume. Echt? Ja. Wovon ich träume, sind Gummibäume. Was? Ja, hier steht noch ordentlich Gummibaumholz. Ich war das letztes Mal. Das war so einen ganz komischen Titel mit reingeballert. Gummibaumholz. Nee, fing auch mit Wovon ich träume an. Wovon ich träume sind Mammutbäume. Was? Kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ja, also ich hätte gern schon zugesehen, dass wir hier demnächst mal ein bisschen organisierter mit den Ressourcen umgehen, die wir ständig brauchen. Wenn ich halt weiß, dass wir jetzt ständig Gummibaumzeugs brauchen, dann sollten wir wirklich eine kleine Farm dafür haben. Wir hatten ja anfangs eine Baumfarm, die ist allerdings irgendwann mal den Weg allen Irdischens gegangen. Vielleicht sollten wir die einfach mal wiederbeleben und wieder irgendwo zumindest so eine halbautomatische hinstellen. Ich hab eine andere Idee. Wobei mit Mine Factory Reloaded ja auch eine vollautomatische Farm-Area möglich ist. Alter Leute, wie sich das Licht hier voll ändert. Ja, Mann. Optifine und so. Ja, es wird hier voll grün irgendwie. Ja. Das ist ein bisschen ökologisch ausgelegt, weißt du? Naja, die Gummibäume da hinten bringen dir ja relativ wenig, weil die von IC2 sind. Nö, das sind meine Factory Reloaded Bäume, die ich hier gerade kaputt mache. Sahen aus wie... Achso, nee, das sind ja die. Das ist alles Gummibaumholz. Katze! So, ich hab's jetzt erstmal alle hinuntergerissen. Katze! Also ich weiß. Ich weiß ja auch nicht, aber ich sehe hier noch welche. Was siehst du denn? Gummibäume. Ja, du hast ja auch welche gesetzt. Du kleiner Freak. Du kleiner Schlingel. Hey, der eine will gerade nicht. Pup, pup. Ja, also... Gummi kommt da schon gut bei raus. Gummi! So. Ich werde jetzt meinen Samen löschen. Was? Du Ferkel.
Gut, du setzt, ich reiß ab. Womit wir wieder beim Thema wären, baue auf und reiß es nieder. Wieso siehst du denn da eigentlich noch Bäume? Da vorne waren doch keine Bäume. Du hast da zwei vergessen. Ja, ist bestimmt ein Texturenfehler. Die zwei, die da hinten gerade gewachsen sind, habe ich bestimmt vergessen, ja. Ist ein Fehler. Ist und schon okay. Und ich kann es abbauen, weil es ein Texturfehler ist. Ja, ja. Ja, du bist ja ein Bug-Tracker. Du nimmst die ja automatisch auf und behebst die gleich. Alles klar. Das wissen die ja alles nicht, dass wir hier fest definierte Rollen haben und so. Weißt du? Aber ich glaube, das sollte dann auch reichen. Für den Anfang sollte das reichen, ja. Achso, was man so, wo ich so ein bisschen ansprechen wollte. Nee. Was? Wegen der Bücher. Die hatten einen Hintergrund oder haben einen Hintergrund. Und zwar. Was ist das? Hatte ich mir gedacht, wir bauen hier so eine kleine Burg. Eine Sandburg. Eine Sandburg. Wobei klein. Gib mir die Hand, ich baue dir eine Burg aus Sand. Was? Wobei klein, naja, kann man so und so sehen. So wie Doktor Hammer. Kann ich den ganzen Mist hier nicht mal irgendwie einlagern, der hier rumfällt? Muss hier gerade mein Inventar sortieren. Nur eingebarrelt, die sind eingebarrelt. Achso, ich wollte ja gerade mal was gucken. Hier wird ja. So. Ich finde das schon mal ein bisschen freundlicher hier bei mir. Es gibt keine Möglichkeit, das Ding im Sägewerk zu ver... Haben wir ein Sägewerk? Wir haben ein Sägewerk, glaube ich, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das das Sägewerk ist, was du meinst. In der Mini-Monster-Falle ist davon was zu finden. Hier haben wir kein Sägewerk, dann baue ich eins. Es gibt nämlich die Möglichkeit, aus einem Holz mehr als 4 Wooden Planks rauszubekommen. Okay. Und dafür brauchen wir ein Sägewerk. Und wenn wir da Holz reinwerfen und verarbeiten, dann kommt aus einem Baumstamm 6 Wooden Planks raus. Mhm. Und zusätzlich kommt noch Sägemehl raus. Und das können wir wiederum verarbeiten. Zu einem gepressten Sägemehl, wenn wir das anordnen wie eine Kiste. Und das gepresste Sägemehl können wir einschmelzen und bekommen Holzkohle raus. Das ist so ein Zusatzprodukt, aber das werdet ihr gleich sehen. Also mal raisen hier. Wie er möchte, wie er möchte. So, ich habe am Start 2, 4, 6, 7 Stacks Gummi, also Kautschuk. Und 8 einzelne. Die werde ich jetzt mal brennen. So, du kannst mal, damit ich das hier nicht alleine machen muss, du kannst mal gucken, obwohl das kriege ich alleine. Du kannst mal eine Eisenaxt machen, dann kannst du mal ein bisschen Holz, oder kannst dir generell mal das Rezept vom Sägewerk anschauen. Kann ich erstmal schnell ein bisschen Gummi brennen? Ja, ja, weil ich bin nämlich gerade mal dabei, dem hier ein bisschen was zu geben an Arbeit. Alter, wir haben auch 434 Stacks Redstone. Ja, Mann, das ist so übertrieben viel. Also du kannst hier, also was Rohstoff und Energie betrifft, kannst du in dieser Welt unfassbar aus dem Vollen schöpfen. Also wir müssen hier unbedingt irgendwas verarbeiten. Ja, selbst das Volle kann hier aus dem Vollen schöpfen. Ja. So, jetzt ist die Frage, haben wir mehr Eisen oder haben wir mehr Stahlbarren? Das weiß ich nicht. Das Problem ist ja, dass ich hier diesen Gummi, den ich brauche, gar nicht rauskriege, wenn ich das so sehe. Hm? Plastikfolie hole ich aus Rohplastik. Rohplastik erzeuge ich, wenn ich Gummi von Industrial Craft verbrenne oder Gummiriegel. Gummiriegel stelle ich aber gerade her. Gut, dann machen wir die. Das ist okay. Genau. Was ich jetzt aber gerade mal eben machen muss, unbedingt, ich muss die Kiste freimachen, wo wir gerade drin brennen.
Weil, und das ist der Kasus Knacktus an der Geschichte, wenn die voll ist, brennen wir hier gar nichts mehr.